Dies ist die Geschichte einiger grundlegender Vorstellungen der westlichen Welt. Gedanken über Gott, das Paradies und die Weiblichkeit. Und wie sie aus dem frühen Orient in die moderne Welt kam. Die Geschichte ist über 10.000 Jahre alt. Und doch kann man sie überall beginnen. Wir lassen sie hier in Rom am 5. Mai 1527 anfangen, als ein verängstigter Papst vor einem Heer der Habsburger flüchtete. Er schlich aus dem Vatikan und rannte über diesem Wall zum Castello San Angelo, der Engelsburg, um sich in Sicherheit zu bringen. Es kam zur Belagerung. Und am Ende hatte der Papst alles verloren. Sein Gold, seine Juwelen, sogar die Kleider wurden ihm genommen. Es vergingen keine 10 Jahre und in derselben alten Festung residierte ein anderer Papst, der alles daran setzte, Macht und Ansehen der römischen Kirche wiederherzustellen. Diese Bilder handeln davon.